Die Sonne geht hier auf, da. Ja, das ist Osten. Deshalb steht genau. Im Sommer geht sie da auf, im Winter geht sie da auf. Und wir sitzen hier am Frühstückstisch und sehen die Sonne aufgehen. Also nichts ist schöner als das. Das, was die beiden so schön finden, sieht von außen so aus. Für manche abschreckend, für andere Heimat. Vor gut 50 Jahren mussten viele und günstige Wohnungen her. Auf den Plattenbau setzen damals Ost und West. Wir fragen uns, wie ist das Leben im Hochhaus heute? Ist die große Wohnidee von damals gescheitert? Für diesen Film sind wir auf dem Schweriner Dresch unterwegs, Norddeutschlands größte Plattenbausiedlung. Der gute Ruf von damals ist mittlerweile ruiniert. Der Dresch gilt als sozialer Brennpunkt. Wir treffen Menschen, die hier trotzdem auf eine gute Zukunft hoffen. Die in der Plattenbausiedlung endlich ankommen möchten. Die sagen, das schlechte Image ist nicht gerechtfertigt. Aber auch die, die am liebsten weg wollen. Und die, die sagen, hier muss sich dringend etwas ändern. Bevor wir anfangen, einmal zur Orientierung. Der Große Dresch, die Plattenbausiedlung am Schweriner See, teilt sich insgesamt auf drei Stadtteile auf. Abschnitt 1, der Große Dresch. Viele sagen, dass es diesem Stadtteil noch ganz gut gehe. Daneben Neuzippendorf. Gefolgt vom Müßerholz. Hier hören wir, dass sich die Probleme häufen. Vor der Wende heißen die Abschnitte Dresch 1, 2 und 3. Von vielen werden sie noch heute so genannt. In den drei Stadtteilen leben rund 20.000 Menschen. Die Ärmel sind hochgekrempelt sein, ja? Ja. Ehepaar Heidrun und Wolfram Hendrich. Kurz nach dem Bau der ersten Wohnblöcke ziehen sie auf den Dresch und wohnen seit fast 50 Jahren hier. Wolfram Hendrich spielt gegen das Vergessen. Er leidet an Demenz. Deshalb bittet er uns, während der Dreharbeiten vor allem mit seiner Frau zu sprechen. Es kommt wieder, es kommt wieder. Ja, es kommt schon. Woran sich beide noch gut erinnern, an das positive Lebensgefühl von damals. Die Menschen seien gerne auf den Dresch gezogen. Heute muss er in den Medien immer wieder als Beispiel für steigende Kriminalität oder schlechtes Wohnen herhalten. Es tut mir immer weh, weil ich ja auch hier wohne. Ich fühle mich dadurch runtergeschoben und das finde ich ungerecht. Frau Hendrich macht bei dieser Doku mit, um auch die positiven Seiten der Hochhaussiedlung zu zeigen. Zwar habe der Dresch Probleme, er spiele aber eine große Rolle in ihrem Leben. Die Hendrichs lernen sich auf der Schule kennen. Sie heiraten vor über 60 Jahren. Sie bekommen drei Kinder. Frau Hendrich arbeitet als Krankenschwester, er als Diplom-Ingenieur für Fernmeldetechnik. Auf dem Dresch werden ihre Kinder groß. Hier gehen sie in Rente. Und hier stehen sie auch ihre Krebserkrankung durch. Noch heute hat sie deshalb manchmal Sprachprobleme. Was ist so eine der schönsten Erinnerungen, die Sie hier mit dem Dresch verbinden? Was fällt Ihnen da spontan ein? Die Wärme. Die Wärme. Also vorher hatten wir immer in Wohnungen gewohnt, wo es kalt war. Ne? Also auch in der Kindheit. Und es war immer kalt. Ne? Man hat immer gefroren. Und auf dem Dresch hat man überhaupt nicht mehr gefroren. 1971. Grundsteinlegung auf dem Großen Dresch. In der DDR ist der Wohnungsbau Chefsache. Damit Menschen günstig mieten können, werden Wohnungen staatlich subventioniert. Im Vergleich zu vielen Altbauten gibt es im Plattenbau endlich warmes Wasser und eigene Toiletten. Die Wohnungen sind beliebt. Was ändert sich dadurch in Ihrem Leben? Ja, die Kinder haben ihre eigenen Zimmer. Ich habe eine schöne große Küche. Oh, 1987.
Parteichef Erich Honecker lässt sich und den Dresch feiern. Die Wohnsiedlung wird zum Vorzeigeprojekt der DDR. 2 Jahre später leben hier über 60.000 Menschen. Doch nach der Wende verlieren Tausende im Osten ihre Jobs. Viele Menschen ziehen weg. Für die Mehrheit kommt der wirtschaftliche Zusammenbruch überraschend. Diese Enttäuschung, die ist einfach zu groß. Und keiner weiß, wie es weitergeht. Ne? Die Wohnungsgesellschaften leiden unter Altschulden aus DDR-Zeiten. Es fehlt Geld für Renovierungen. Arbeitslosigkeit, Kriminalität und Verwahrlosung der Viertel werden zum Dauerthema in der Berichterstattung. Ist so katastrophal. Aber warum werden die Arbeitslosen nicht angehalten, aufzuräumen? Man weiß ja als Jugendliche gar nicht, was man machen soll. Und somit ist hier auch teils in der jungen Bevölkerung ein gewisser Frust festzustellen. Und daraus resultieren diese Zerstörungshandlungen. Angst vor den neuen Jugendbanden haben fast alle im Viertel. Ja, es ist schon einiges hier passiert. Also man wird zusammengeschlagen. Ab! Genau, so schlagen. Man muss wirklich aufpassen, wo man hingeht, was man sagt oder was man macht, weil ein falsches Wort und du könntest direkt aufs Maul bekommen, auf gut Deutsch. Verstanden, was ich meine? Ja. Das ist Sam. Er ist 12 Jahre alt. Mann, du musst dich konzentrieren, okay? Gucken, was ich jetzt mache. Ja, du darfst nicht direkt vor uns. Nein! Okay. Alles gut? Ja. Oh, okay, der war stabil. Das Jugendprojekt Boxen statt Gewalt im dritten Abschnitt, also im Müßer Holz, will Kinder und Jugendliche von der Straße holen. Laut Kriminalstatistik sind die Straftaten auf dem Dresch bei den unter 21-Jährigen in den letzten 10 Jahren gesunken. Und trotzdem sind Themen wie Gewalt oder Drogen noch immer ein großes Thema. Ab! Ab! Die Hand nach vorne, zurück. Ja, so ist gut. So, der Rest hier stellt sich hier schon mal an die blaue Linie. Gut. So, du kannst dich da hinten mit dran stellen. Ja, du stehst richtig. Du auch, aber ein bisschen mehr dies und ein bisschen mehr vor. Frank Brauns und sein Team wollen den Jugendlichen klarmachen, Boxen in der Halle ist erwünscht. Außerhalb hat Gewalt nichts zu suchen. Nicht ganz so schräg wie ein Fechter. Wir agieren ja hier in einem sozialen Brennpunkt von Schwerin. Und hier sind viele Kinder, die in prekären Verhältnissen aufwachsen. Und wir wollen denen also die Alltagsnormen vermitteln, wie Pünktlichkeit, Respekt voneinander, Fairness. Das sind die Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens. Ne? Und wenn das immer mehr erodiert, ne, da kann man sich ausrechnen, was in 10 bis 20 Jahren passiert. Und deswegen sollte man da schon etwas gegenwirken. Auch wenn man Offenheit und Toleranz ist, alles schön und gut. Aber es gibt Grundregeln, die eigentlich immer funktioniert haben. Und die dürfen nicht ganz verschütt gehen, um auch weiterhin vernünftig zusammenzuleben. Ne? Ist fest? So. Ich will auch Boxen. Kannst du gerne machen, aber dann müssen wir uns nämlich auf die Kleinen konzentrieren jetzt. Ne, das ist schon fest, alles gut. Alle heben mal ihre Führungshand. Nein. Dein ist links, das ist die Führungshand oder das Bein vorne. Dieses Behütete, was man vielleicht in anderen Stadtteilen hat, ist hier manchmal nicht so gegeben. Und nicht umsonst ist Schwerin Nummer 1 in der Segregation. Das heißt, dass die Reichen nur an einem Standort wohnen und dass die Armen nur an dem Standort wohnen. Und das ist in Schwerin wirklich Nummer 1 von ganz Deutschland. Das müsste man sich auch mal vor Augen führen. Segregation bezeichnet die räumliche Abgrenzung und Aufteilung sozialer Gruppen. Schwerin ist tatsächlich auf Platz 1. Eine aktuelle Studie zeigt, in keiner anderen der 96 untersuchten ost- und westdeutschen Städte ist die Trennung zwischen Arm und Reich so stark ausgeprägt wie in Schwerin. Und diese Trennung zwischen Arm und Reich ist in den letzten Jahren sogar noch mal angestiegen. Die
Im Stadtteil Müsserholz beziehen mittlerweile 45% der Menschen Bürgergeld. 51% der Kinder, die hier leben, sind von Armut betroffen. Wir treffen Sam und seine Freunde nach dem Boxtraining wieder. Sam geht in die 6. Klasse. Seine Mutter erzählt uns, dass er eine schwere Zeit hinter sich habe und immer wieder mit Aggressionsproblemen kämpfen müsse. In der Schule habe er es deshalb schwer. Auch im Viertel sei er schon zusammengeschlagen worden. Oder ich habe das Gefühl, dass ich gerade 100 Kilo schiebe. Ah! Wenn nicht sogar mehr. Ah, Otto! Eins getrunken. Seine älteren Freunde Johnny und Dominic sind 14 und 15. Oi, wir sind hier mit dem Lampen. Sam sagt, die zwei beschützen ihn. Was? Problem? Hä? Ob ihr ein Problem habt? Ja, warum lacht ihr? Gibt's irgendwas, wo man ein Lachen braucht? Lach nicht mal. Ja, warum guckt ihr uns denn an? Denkst du, wir kommen nicht an, wir können auch da hinten gucken, Die Regeln der Boxhalle scheinen auf der Straße nicht mehr zu gelten. Ja. Wir sind Tischtennisplatte gerade angekommen. Gut, kommst du jetzt auch? Während unserer Dreharbeiten deuten die älteren Jungs immer wieder an, dass auch sie schon mal auf die schiefe Bahn geraten sind. Das kann ein grundsätzliches Problem sein. Laut Experten und Expertinnen ist es für Kinder besonders herausfordernd, in einem Stadtteil aufzuwachsen, wo es wenig soziale Durchmischung gibt. Denn es fehlen andere Vorbilder. Also meine Träume sind, dass John und Donald bei mir bleiben. Und dass ich meiner Mutter und meinem Vater später irgendwas kaufen kann, was die mal immer wollten oder so. Die drei sprechen immer wieder davon, dass der Dresch ihr Zuhause und hier nicht alles schlecht sei. Sie sagen aber auch, dass es woanders vielleicht einfacher sein könnte. Ich möchte ja auch eigentlich meine Mom aus diesem Loch eigentlich auch raushelfen, dass wir nicht mehr auf dieser Ecke hier eigentlich wohnen tun. Und ja. Ja, hier sind auf dem Dreh sehr viele Schlägereien und so jedes Mal gefühlt. Also hier. So, und die ganzen Kellerbrände die ganze Zeit hier. Nennt man Feuerteufel. Die Mülltonnenbrände. Sie gehen in so eine Keller, wo offen ist, und zünden die ganzen Keller an. Also hier auf dem Dresch sind schon kriminelle Adern aufgewachsen, wenn man das so sagen darf. Man kann auch hier öfters auch irgendwo falsch abrutschen und in falschen Kontakt geraten. Aber solange man gute Freunde hat, die auf jemanden aufpassen, ist auch alles gut. Sam sagt, dass er auf der Schule weiter durchhalten will, um später Erzieher zu werden. Johnny und Dominic erzählen uns, dass sie aktuell nicht zur Schule gehen. Sie seien vom Unterricht ausgeschlossen worden. Überprüfen können wir das nicht. Sie erzählen uns auch, dass sie bald eine Ausbildung machen wollen, um in Zukunft vielleicht doch wegzuziehen. Aufwachsen in der Hochhaussiedlung. Inwiefern kann das auch einen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern haben? Auch diese drei leben hier. Oh, hier riecht es verdammt nach Gras. Ist halt so. Antonia. Ja, dann soll ich mal hier runterrutschen. Curly Sue. Und Alicia, die Schwester von Sam. Auch sie finden es wichtig, auf dem Dresch möglichst viele Freunde zu haben. Wenn jemand dich angreift, dass der Freund sich dann beschützen kann. Ja, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man Freunde hat, damit man hier auf dem Dresch nicht so alleine ist. Weil der Dresch, sag ich mal so, ist groß. Ja, es gibt hier auch Leute, die nicht so nett sind. Leute, die Drogen nehmen, Waffen dabei haben, hier rumstehen und ja.
die ganz viel rauchen, die Zigaretten einfach hier liegen lassen. Ich mag das so gar nicht, dass die das machen. Ich könnte es sich sehr besser machen. Ja. Es könnte besser sein. Also, Dresch ist Dresch. Man kann halt auch einen besseren Ort aus dem Dresch machen, wenn sich alle mal ein bisschen zusammenreißen würden. Und ja. Dass es vor allem für Kinder im Plattenbau anders zugehen kann, thematisiert auch ein ganz bestimmter Song. Ich höre mir den fast jeden Tag an. Also Kiddies in Blocks. Das ist der erste Bruder. Ich weiß. Kiddies im Block von der Polit-Punk-Band Feine Sahne Fischfilet. Es geht ums Aufwachsen in der Hochhaussiedlung. Gedreht auf dem Dresch. Perspektive null. Irgendjemand ist schuld. Die Turnschuhe gefallen. Auch Sam hat mitgemacht. An Geld werde ich abhauen, ist cool. Wände beschmieren, markier dein Revier. Ist das schon Kunst? Kein interessiert. Faschungsbedrohung, Eskalation. Pass auf dich auf, sonst kommt die nicht. Das ist ja wie in den 90ern, ey. Hier runter nach rechts? Ja. Wir treffen den Sänger der Band, Jan Gorko, genannt Monchi, und seinen Bandkollegen Olaf Ney. Oh, Alter, fähr mal der Halsmaul. Siehst du was? Nee, nix. Warte, ich mach mal. Warte mal. Taschenlampe? Du kannst auf jeden Fall schön Verstecke spielen. Jo. Ja, war ja doch noch schmaler, als ich dachte oder in Erinnerung hatte. Mal gucken, ob ich noch durchpasse. Scheiße. Besseres Wetter als beim letzten Mal. Jo, letztes Mal konnte man sogar den Turm nicht sehen, weil das so neblig war. Oh, ist auch umso frecher, ne? Du wohnst hier total in so einem runtergerockten Viertel, wo sich keiner wirklich drum kümmert. Und dann guckst du da rüber und siehst halt so die fetten Häuser, einen schönen See. Die Band kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Und Schlagzeuger Olaf Ney ist selbst im Plattenbau aufgewachsen, in Greifswald. Ihr habt hier auf dem Dresch eure Single Kiddies im Block gedreht, hier auf dem Hausdorf, auf dem wir gerade stehen. Warum der Dresch? Warum habt ihr euch diese Gegend ausgesucht? Ja, wir haben einfach in dem Lied versucht, so ein bisschen auch diese Tristesse und darzustellen im Lied, aber gleichzeitig auch dieses nicht Kopf in Sand stecken, ja? Auch wenn die Verhältnisse vielleicht manchmal nicht berauschend sind, sondern scheiße. Und der Dresch ist ja mit einer der größten Plattenbaugebiete, ja? Und der ist ja nachher so doll ins Auge gefallen. Viele Leute leiden unter den Vorurteilen, dass sie hier auf der Platte leben. Jetzt habt ihr hier aber auch ein Video gedreht, was es ja auch thematisiert, das Aufwachsen auf der Platte. Füttert man solche Vorurteile damit eventuell, weil man dann auch sich noch bei grauem Wetter hier aufs Hausdach begibt und eben über die Platte singt? Kann das vielleicht auch sogar in die gegenteilige Richtung gehen? Ja, aber was sollen wir machen? Wir singen über das, was wir sehen, das, wo wir leben, das, wo wir machen. Sozusagen, wie gesagt, das ist ja auch nicht Dresch, steht einfach für ganz viele Gebiete. Und ganz oft ist halt auch einfach Tristesse. Sollen wir jetzt drumherum labern und sagen, oh, es ist immer alles nur gut? Das Lied ist halt rau und also muss auch das Video rau sein. Weißt du, genauso stehen wir aber nicht hier und sagen, oh Gott, jetzt fahren wir zurück und ist ja alles hier so schlimm. Ich glaube, gerade dadurch, dass wir, genau wie du gesagt hast, ne, das noch weiter immer noch thematisch behandeln und auch hier sind, ne, und auch darüber sprechen, ändert halt auch ganz viel. Du hast auf einer Platte gelebt. Könntest du dir vorstellen, wieder im Hochhaus zu wohnen? Oder bist du froh, dass du sagst, ey, ich hab's durch? Es gab eine Zeit, wo ich wirklich so, das waren ja krasse Horrorvorstellungen, wieder in die Platte zu ziehen. Aber ich würde auch sagen, es hat ganz viel auch mit der Zeit zu tun gehabt. Einfach dieses
diese Normalisierung oder dass es total normal war, wie viel Gewalt war, ne? Und wie viel Gewalt man selber erfahren oder ausgeübt hat und was da alles so passiert ist. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ich das halt psychisch, dass mich das zu doll belasten würde, weil ich da klar irgendwie dabei bin, das aufzuarbeiten, aber das immer mitschwingen würde, diese Zeit. Die beiden erzählen uns, sie seien heute wegen unseres Interviews hier. Aber auch, weil sie seit dem Videodreh mit dem Dresch verbunden seien. Sie wollen dabei helfen, die Hochhaussiedlung ein Stück weit zu verändern. Denn sie finden, es war keine gute Idee, damals so zu bauen. Ich glaube, wenn irgendwas am Reißbrett entsteht, hört sich das erstmal ganz schlau an und klingt ganz schlau, aber sobald da halt eine soziale, kulturelle Vermischung fehlt und man abgehängt ist in, oder sich abgehängt fühlt, dann wird das scheinbar auch ein Ort, den man sich halt sehr unwohl fühlt oder denkt, okay, es ist doch sowieso allen Leuten scheißegal, ich mache jetzt, was ich will, so. Ich habe ja eh keine Zukunft, so. Wie soll ich denn hier noch rauskommen? Wie können neue Perspektiven für die Menschen auf dem Dresch entstehen? Wie wird das Wohnen hier lebenswerter? Und wie kann das Image der Plattenbausiedlung verbessert werden? Für die beiden Stadtteile Neuzippendorf und Müsserholz, also Dresch 2 und 3, gibt es ein sogenanntes Quartiersmanagement. Anne-Kathrin Schulz leitet es. Sie ist auf dem Dresch aufgewachsen. Im Austausch mit Ehrenamtlichen und der Politik führt sie verschiedene Hilfsprojekte zusammen. Sie möchte dafür sorgen, dass noch mehr Menschen aus anderen Stadtteilen den Dresch besuchen und so ihre Vorurteile verlieren. Seit dem Videodreh auf dem Hausdach unterstützen sie Monchi und Olaf dabei. Also es gibt ja so eine Stadtteilkultur und was die Leute hier verbindet, ist das Stigmata, das Vorurteile, was sie alle genau kennen. Und das hat so eine Verbundenheit, glaube ich. Und deswegen verlassen die Leute den Stadtteil nicht. Es gibt emotionale Barrieren. Ich habe hier ganz viele Jahre gewohnt. Ich gehe gerne ins Theater, aber es ist immer noch so, dass ich mir da oft fehl am Platz fühle und nicht ganz pudelwohl, weil ich das einfach als Kind nicht hatte. Und ich glaube, diese emotionalen Barrieren, ich gehe jetzt einfach mal in die Innenstadt in ein feines Restaurant, das die Leute... Also ich habe mich dann aus meiner eigenen Erfahrung nie wohlgefühlt. Und es ist bis heute eigentlich so. Ich mache es trotzdem, weil ich da einfach ein anderes Standing mittlerweile habe. Aber also ich glaube, das unterschätzt man, diese durch die Türschwelle gehen, einfach mal was Neues. Weil das lernt man hier nicht. Einfach mal was Neues ausprobieren, weil es hier immer dasselbe ist. Mhm. Anne kennt viele Kinder, die den Dresch noch nie verlassen haben. Weil das Geld für die Fahrkarte fehlt oder es ihnen einfach niemand zeigt. Zu seiner Anfangszeit überzeugte der Dresch noch wegen seiner guten Infrastruktur. Heute mangelt es an ärztlicher Versorgung. Viele Geschäfte sind geschlossen. Und vor einigen Monaten macht die letzte Kneipe dicht. Die Menschen, mit denen wir sprechen, blicken ganz unterschiedlich auf den Zustand ihres Viertels. Hier sind mal die Straßenbahnschiene, hier lang, wie das hier aussieht. Das ist eine Katastrophe. Wenn wir da rausgehen, ne, haben wir 5 Minuten, 6 Minuten, je nachdem, wie sie laufen, sind sie am See unten. Ne? Besser können sie es nicht haben. Als ich hierher gezogen war, hier auf dem Berliner Platz noch so viel los. Und das ist alles so tot. Und jetzt nur diese freie Fläche, irgendwie deprimierend. Was mir gefällt, ist, dass die Geschäfte, die es hier gibt, eigentlich alles hergeben, was man für den täglichen Bedarf braucht. Ne? Diese drei Viertel, sag ich mal so. Es gibt ja eins, ich sag mal ganz hinten das Müsse, ganz hinten das Müsserholz. Das ist ja etwas mehr so auch der soziale Brennpunkt. Hier vorne auf dem ersten Bauabschnitt, sag ich mal, da hält sich das alles so ein bisschen so im Rahmen. Also wo ich hergezogen bin 2015, wurde mir immer Angst gemacht, dass es hier so schlimm ist, dass man nichts mehr nicht rausgehen sollte nachts und sowas alles. Aber ich muss sagen, es ist alles in Ordnung. Die Antwort auf die Frage, ob die Grundidee des Plattenbaus gescheitert oder doch zukunftsfähig ist, scheint komplizierter zu sein. Zumindest auf dem Dresch. Müsserholz. Statistisch gesehen der Stadtteil mit der höchsten Arbeitslosenquote in Schwerin. Hier gibt es den höchsten Leerstand in der Stadt. Der Anteil der Zugewanderten in Schwerin ist hier am größten. Dreh- und Angelpunkt des Viertels, der Keplerplatz. Er liegt direkt neben der Straßenbahn und dem größten Supermarkt des Viertels.
Vor ein paar Monaten übernimmt er den Imbisswagen auf dem Platz. Siran Schaber. Wie auch andere in dieser Doku möchte er geduzt werden. Hier habe ich schon die Marschiera, fast die arabische Essen. Plus habe ich auch mexikanische, amerikanische, italienische Gerichte. Da habe ich Schnitzel, Sobrim, Cordon Bleu, Crespi. Ich habe über 50 Sorten. Siran Schaber arbeitet jeden Tag in seinem Wagen. Von morgens bis spät abends, sagt er. Wie gefällt es dir hier auf dem Dreh? Wie ist das für dich? Geht. Ja, geht. Ist nicht so, aber ist auch schon. Da für mich ist auch hier Ruhe. Zum Beispiel, wo ich wohne. Wo ich wohne, ist ganz Ruhe. Schöne Wohnungen auch, neue. Das gefällt mir auch. Und hier, wo ich arbeite auch, ja, gibt es ein bisschen Stress, aber ist auch gut. Was meinst du mit Stress? Was bedeutet das? Ich habe ein bisschen Stress hier gehabt mit ein paar Leuten, deswegen ich bin Araber. Und dann habe ich einmal Musik gemacht, arabische Musik gemacht. Da war einer Deutscher und hat mir gefragt, warum machst du arabische Musik, bist du in Deutschland? Siran erzählt uns, dass er 2008 aus seiner Heimat, dem Irak, fliehen muss. Und dass er nach seiner Ankunft in Deutschland in verschiedenen Städten arbeitet. Er eröffnet sogar sein eigenes Restaurant. Während der Pandemie muss er es aufgeben. Hier in Schwerin wolle er endlich ankommen. Er zeigt uns diese Fotos auf seinem Handy. Ein paar Wochen vor unserem Dreh habe er seinen Imbisswagen morgens so vorgefunden. Ja, manchmal doch, habe ich Angst. Aber muss ich leben, muss ich weitermachen. Am Anfang habe ich schon versucht, dass ich wollte runtergehen in die Stadt. So, ich wollte das wechseln. Aber jetzt weiß ich nicht. Jetzt so langsam läuft besser bei mir. Und ich hoffe auch, wird alles klar. Ohne Stress, ohne Probleme. Trotz des Stresses, trotz der Probleme willst du durchhalten? Ja, weil das gibt's überall. Das auch gibt's überall. Das ist nicht nur hier, nicht nur in Deutschland oder nicht nur in Dresch hier in Schwerin. Gibt's überall. Aber ja, leider, das ist. Wir haben zum Beispiel einen Mann besser lebt, wo er hat geboren. Das ist Heimat, das ist richtig Heimat, das ist richtig unser Haus. Ja. Aber Leben ist so passiert. Bei der vergangenen Bürgermeisterwahl erzielt die AfD in einigen Wahlbezirken auf dem Dreh Ergebnisse von über 50%. Und auch während unserer Dreharbeiten werden wir immer wieder mit fremdenfeindlichen Aussagen konfrontiert. Als die Kamera aus ist, erzählen uns einige, dass es dem Dreh wegen der Geflüchteten so schlecht gehe. Die, die mit uns vor der Kamera sprechen, sehen es differenzierter. Also wir waren alles mal andere Wähler, das haben wir auch nicht vergessen. Aber leider mussten oder viele auch in meinem Freundeskreis diese Entscheidung treffen und hoffen natürlich damit, irgendwas mal ein bisschen vielleicht verändert. Wir hoffen natürlich nicht, dass keiner von denen an die Macht kommt. Ich kann es nicht verstehen. Man hört ja auch viele, das sind Protestwähler und sowas. Das vermute ich auch. Ich persönlich würde die niemals wählen. Ich bin sehr dankbar Deutschland für Hilfe. Ja, ich komme aus der Ukraine. Ja, und gefällt mir natürlich nicht sehr gut, dass AfD ein bisschen gegenüber ukrainische ja, Hilfe für die Ukraine. So, ich habe eine Sorge. Ja? Sag mal, ich würde jetzt nicht gerade die AfD wählen, aber viele Sachen teilt man doch, aber nicht so extrem. Die haben zu viel andere Kulturen da angesiedelt. Das waren die Menschen nicht gewohnt. Wenn man es nicht gewohnt ist, ist das ganz schwierig. Die Rechtsrichtung ist ein bisschen zu radikal. Ne? Macht Ihnen das Sorge? Kann man sagen, ja. Ketchup, Mayo.
Mayo. Hier im Müßer Holz hören wir von einigen Menschen, dass sie die AfD wählen, weil es so in ihrem Viertel nicht mehr weitergehen könne. Der Anteil der Zugezogenen steigt hier seit einigen Jahren extrem schnell an. Aktuell liegt er bei 34%. Es gibt nur wenige Stadtteile im Osten, die eine ähnliche Dynamik aufweisen. Sorgt diese Art der Verteilung dafür, dass die Unzufriedenheit bei den Menschen hier wächst? Ist es eine gute Idee, so viele Geflüchtete in einem Stadtteil unterzubringen, der sowieso schon kämpft? Berliner Platz, Neu-Zippendorf. Wir treffen Rico Badenschier, Schwerins Bürgermeister. Wir wollen mit ihm genau darüber sprechen, aber auch über seinen Blick auf die drei Viertel. Wie oft sind Sie denn selber hier auf dem Dreh unterwegs? Ich würde sagen, mehrmals im Monat. Beruflich? Beruflich. Nicht nur beruflich, auch das Kind vom Kindergeburtstag abholen. Also das findet auch statt. Was bekommen Sie so mit, wenn Sie Ihr Kind vom Geburtstag abholen? Ja, es ist halt, also man merkt schon, dass die Menschen, die hier wohnen, es im Leben schwieriger haben, dass sie schwierigere Startchancen haben als Menschen in den wohlhabenderen Vierteln in der Innenstadt oder am Rande der Innenstadt oder in den Eigenheimgebieten. Die Herausforderung ist ja tatsächlich in den letzten 20 Jahren oder bis vor 10 Jahren gewesen, dass die Viertel sich hier total geleert haben. Dadurch entstanden so Brachflächen wie diese Brachfläche hier. Und mit der Migration, der Einsatz in Migration 2015, 16 ist genau dieser Leerstand bezogen worden von Leuten, die zu uns gekommen sind. Und das gibt natürlich eine ganz besondere Mischung, Herausforderung, weil es mich ja schmerzt, dass genau die Menschen, die es eh schon ein bisschen schwerer haben als andere, dann auch noch die Last der Integrationsleistung für unsere Gesellschaft tragen. Ist das eine gute Idee, Menschen, die vor Krieg, vor Gewalt flüchten, zum Beispiel in der Ukraine, dass sie dann hier auf dem Dresch ankommen? Ist das eine gute Idee? Dahinter steckt ja keine Idee, sondern ich sag's mal so, das ist so passiert. Weil hier der Leerstand war, sind die Leute hergezogen. Es ist keine Idee dahinter und ich sehe auch eher die Probleme, die das birgt. Und deswegen sind wir ja zurzeit in der Stadtpolitik ja auch gerade am Diskutieren. Wir haben eine Gemeinschaftsunterkunft hier im Müßeholz. Aber die zweite Gemeinschaftsunterkunft soll auch nach dem Willen der Stadtpolitik explizit nicht hier entstehen, sondern im anderen Stadtteil. Können Entscheidungen wie diese die Unzufriedenheit der Menschen abmildern? Natürlich ist da eine Entwicklung, eine Umfrageentwicklung, eine Verschärfung des Diskurses. Ich versuche, gute Arbeit zu machen, versuche, meine Punkte umzusetzen, dann, dass die Leute auch sehen, dass es solide ist, dass man nicht die Schreihälse wählt. Man muss die Menschen besser verteilen. Also man muss tatsächlich die Leistung der Integration muss von allen Teilen der Bevölkerung, auch von den Wohlhabenden, geschafft werden. Bessere Verteilung der Menschen und mehr Belebung der drei Stadtteile, zum Beispiel durch den Bau einer neuen Berufsschule. Die Pläne klingen gut. Aber reichen sie aus, um das Leben auf dem Dresch lebenswerter zu machen? Rico Badenschier sagt, er hoffe ja. Er sagt aber auch, dass all dies nicht über Nacht geschehen könne. Möchtest du auch Kaffee? Ja, danke schön. Heidrun Hendrich möchte nicht auf die Pläne der Stadt warten. Seit 2015 engagiert sie sich in der Flüchtlingshilfe. Sie sucht den Austausch mit anderen, wie hier bei einem Infotreffen zum Thema Bildung in anderen Ländern. Nur so könne man Vorurteile abbauen, sagt sie. Früher habe der Dresch genau von so einem Miteinander gelebt. Das müsse wiederkommen. Und wo aus Syrien? Ich bin aus Golanhöhe. Aha. Das ist ja an der Grenze zu Libanon. Ja, ja. Zum Israel. Und wie lange schon hier? Sechs Jahre. Die Vorstellung, dass Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung auf dem Dresch weiter wachsen, macht Heidrun Hendrich Sorgen. Ich will nicht sagen, ich habe Angst, aber ich bin sehr traurig. Und ich hoffe immer noch, dass die Menschen überlegen, wie sie leben wollen, ob sie in Frieden leben wollen, miteinander, auch im kleinen Frieden.
Ziyad. Ja, soll ich Bara grüßen? Ja. Ja? Ja. Gut, mach ich. Du weißt, wo wir lang kommen? Ich weiß, wo wir lang gehen. Bitte nun. Knöpf Kontakte. Diesen kleinen Frieden wünscht sich Frau Hendrich auch für sich und ihren Mann. Inwiefern? Wegen seiner Demenzerkrankung wird der Alltag auf dem Dresch beschwerlicher. Und trotzdem könne sie sich nicht vorstellen, noch mal woanders zu wohnen. Solange es geht, will sie mit ihrem Mann zusammen hierbleiben. Das bedeutet mir alles und es wird ja zunehmend schwieriger, mein Mann, aber wir wollen es. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich will es versuchen, dass wir es durchhalten. Also es ist ja auch, dieses Haus ist ja auch seniorengerecht gemacht, also was man kann. Und ich... Also ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Und ich möchte es auch nicht mehr vorstellen. Frau Hendrich möchte ihre Heimat, den Dresch, auf keinen Fall verlassen. Im Gegensatz zu der Frau, die wir jetzt treffen. Ich schäme mich schon manchmal dafür mittlerweile. Also ich war noch nie stolz drauf. Also ich hatte nie dieses Gefühl, ja, ich wohne auf dem Dresch. Nadine Haller wohnt in Neuzippendorf. Sie schätzt die Lage ihres Viertels. Aber sie sagt, die Gewaltbereitschaft habe zugenommen. Deshalb gehe sie mit ihrem Hund nach 18 Uhr nicht mehr vor die Tür. Während der Dreharbeiten hören wir oft, dass es auf dem Dresch gefährlicher geworden sei. Laut Kriminalstatistik pendeln sich die Straftaten seit 10 Jahren aber auf ein relativ gleichbleibendes Niveau ein. Doch die offizielle Statistik kann nur die angezeigten Straftaten benennen, nicht die Dunkelziffer. Dass viele Bewohner und Bewohnerinnen einen Anstieg der Kriminalität wahrnehmen, kann also trotzdem richtig sein. Moin! Nadine Haller ist alleinerziehend. Sie wohne strategisch günstig, erzählt sie. Einen Umzug könne sie sich momentan nicht leisten. Hier hat es vor einiger Zeit bei uns gebrannt gehabt. Das hat auch die ganze Wohneinheit ziemlich erschüttert. Da waren Autos komplett niedergebrannt. Und da von der Explosion bin ich, weil das so geknallt hat, davon bin ich wach geworden. Und das war ein absolut schrecklicher Anblick. Ich konnte ja von meinem Fenster genau runtergucken. Und das war, ich habe das Feuer bei mir oben am Fenster knistern hören. Also das verunsichert einen. Und ich bin auch ganz ehrlich, die ersten 3 bis 4 Wochen danach, sobald irgendwas Geräusch war, bin ich sofort zum Fenster gerannt und habe gedacht, es wäre wieder irgendwas. Also man ist dann erstmal wirklich geschockt. Sie erzählt uns, dass so etwas natürlich überall passieren könne. Aber irgendwie passe es zum Dresch. Es sei ihr aber wichtig, dass wir auch die schönen Seiten ihres Viertels sehen. Alles gut? 10 Minuten von ihrer Wohnung entfernt, der Zippendorfer Strand. Was jetzt auch wirklich besonders ist, es ist halt komplett kostenlos. Wir müssen keine Gebühren bezahlen, so wie an der Ostsee, wo Kurtaxe verlangt wird oder so. Und das ist definitiv schon ein Stück weit Luxus, den wir haben. Irgendwann wird sie mit ihrer Tochter woanders wohnen, sagt Nadine Haller. Aber solange das nicht geht, will sie versuchen, positiv zu bleiben. Es sind eher die Vorteile, die ich mir immer wieder aufsage, dass ich es gut habe. Also im Endeffekt nachher ist es schon so, dass man sich eine Veränderung wünscht. Aber es macht keinen Sinn, immer darüber nachzudenken, was ist schlecht, was ist nicht gut, sondern man muss darüber nachdenken, was ist gut und das auch zu schätzen wissen. Der Dresch hat zwar Potenzial, aber die Unzufriedenheit der Menschen ist schon lange ein Thema.
Mitte der 90er. Die Stimmung auf dem Dreh verändert sich weiter. Hier muss Ordnung gemacht werden in Richtung auf Schaffung von Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit. Muss vieles gehen werden. Erstmal mit den Wohnungen besonders bei uns. Ne? Wir müssen jetzt Heizung bezahlen, alles schön, aber es sieht wie Hechtsuppe durch die Ritzen alles. Immer mehr Menschen ziehen Richtung Westen oder ins ruhigere Umland. Der Wunsch nach Eigenheim steigt in Ost und West. Auf dem Dreh ist großer Leerstand. Zunächst fehlt Geld für Sanierungen. Seit Anfang der 2000er fängt man an, Hochhäuser abzureißen. Die Umbaumaßnahmen halten bis heute an. Zurück bei den Hendrichs. Sie freuen sich, dass der Dreh wieder aufgewertet werden soll. Doch geht es schnell genug? Obwohl sie ihren eigenen Plattenbau schätzen, sagen sie, der große Plan der Hochhaussiedlungen ist nicht ganz aufgegangen. Ich glaube, es liegt auch an uns Einzelnen, dass diese Ursprungsidee nicht ganz aufgegangen ist. Man muss nicht immer auf den Weihnachtsmann warten, der bunten Teller bringt. Man muss auch selber eine Initiative ergreifen. Es selbst in Angriff nehmen, aber auch anders planen, damit sich die Menschen in Plattenbausiedlungen wohlfühlen. Frau Hendrichs Gedanken können schon bald sehr aktuell werden. Denn viele Experten und Expertinnen raten, wieder auf Großwohnsiedlungen wie in den 70er Jahren zu setzen. Um so den Wohnungsmangel in Deutschland in den Griff zu bekommen. Also wenn wir heute wieder auf den Plattenbau zurückkommen, und ich glaube, das wird geschehen, das geht gar nicht anders, schon aus Platzmangel, dann müsste eben gleich an die nicht nur an die Infrastruktur gedacht werden, sondern auch die Kultur mit einbezogen werden. Und wenn man Wohnungen baut, im großen Stil, dann muss man einfach daran denken, dass die Leute auch da leben wollen. Die wollen nicht nur da schlafen. Das ist wichtig. Was das Messer noch hier auf das... Heidrun Hendrich hat heute Geburtstag. Sie wird 79 Jahre alt. Sie findet es gut, dass der Dreh durch diesen Film Aufmerksamkeit bekommt. Sie hofft, dass das Leben hier bald wieder lebendiger wird und sie und ihr Mann das noch miterleben dürfen. Ja, dann müssen wir uns am 7. Jahr durchführen, ne? Lass dir schmecken. Ich bin zu Hause. Also das bedeutet mir sehr viel. Das ist mir ein sicherer Hafen. Ich komme einfach jedes Mal gerne wieder hier rein. Und so wollte ich leben. Und so lebe ich jetzt auch. Und ich möchte gerne bis zum letzten Tag hier sein. Über 50 Jahre Plattenbau in Deutschland. Ist die große Wohnidee von damals gescheitert? Viele Menschen auf dem Dreh sagen ja. Sie sagen aber auch, dass es hier oft schöner ist, als es von außen scheint. Aber hier dringend mehr getan werden muss, um in Zukunft wieder friedlicher und zufriedener leben zu können.